Hello to all of you, and a very warm welcome to our online event Solidarity with Thailand's Quest for Democracy. In these two-hour online sessions, some of the most prominent and renowned Thai young activists will speak in Europe, and they will talk about their demands, the growing movement, and the political situation. My name is Nicola Glass, and I'm a freelance journalist and also a member of the Thailand Working Group at Stiftung ASEAN House in Cologne. What happens in Thailand right now is remarkable and sort of unprecedented, since the young generation is in revolt. Students, pupils, and activists have been in the street for months, protesting against the regime of General Prayut Chan-o-cha and the old elites altogether. The young people demand freedom and true democracy. This event is initiated by Stiftung ASEAN House in cooperation with Association of Thai Democrats Without Borders, Thailand Human Rights Campaign UK, and the Department of Southeast Asian Studies at Bonn University. It is also supported by Students Body Initiative of the Institute for Asian and African Studies at Humboldt University in Berlin, and the student representatives of Thai Studies in Hamburg. So welcome to our interpreters, Sunyata Mian Lamai and Thanakorn Thirawong, as well as to Patchy Pabutha, who will monitor incoming questions and comments on Google Docs and Facebook, since we will have a Q&A session as well. So happy to have you with us today. Again, a very warm welcome to our brave young guests from Thailand, and the discussion will be chaired by Prapakon Wong Ratanawin. She's also a member of the Thailand Working Group at ASEAN House. So Prapakon, the floor is yours. Thank you very much. Thank you. ค่ะ สวัสดีนะคะขอต้อนรับ Also have welcome and honor in the possible discussion heute in Thema Thailand Student Brigade auf für Freiheit und Demokratie in Thailand. Also ich, Prapakon Ratanawin vom ASEAN House, herzlich willkommen allen. Also wir haben schon letztlich erfahren, dass in Thailand haben wir das Phänomen, dass die Jugend in Thailand gehen, also die Bewegung initiierten, zum Beispiel mit Friedensbewegung, zum Beispiel also am 18. Juli. Also wir haben also drei Forderungen gemacht. Das ist also die das Auflösen vom Parlament. Danach gibt es dann mehrere Proteste überall in Thailand, vor allem an den Universitäten, in den Schulen. Wir sprechen über die Monarchie bei der Reform, über die 10 Forderungen, um die Monarchie zu reformieren. Das führt auch zum, also der Verkündung zum 3 Forderungen, 2 Positionen und ein Traum von dem Free Use Bewegung. Also außerdem haben wir auch so ein Mob von der Studentenbewegung, die heißt also Börsenstudenten. Wir haben auch also Gewerkschaften, feministische Gruppen und LGBT-Gruppen und andere Netzwerke, die zusammen kämpfen, also zusammen mit den Jugendlichen. Es gibt auch ein neues Thema wie Wohlfahrtsstaat oder die Legalisierung der Abtreibung. Also die aktuelle Situation in Thailand ist es so, dass das Parlament hat sich entschieden für die solchen Hinauszögerung der Wahl über die Änderung von der Verfassung. Und dadurch haben wir den Top-Train in Twitter in Thailand, also dass wir schon also Republik haben. Also diese Bewegung werden geleitet von den Jugend, und das ist auch so eine Situation, das ist ja also bekannt, also weltweit. Heute haben wir die Ehren, also 6 Aktivisten hier bekommen, also bei uns zu haben, die verschiedenen Bewegungen leiten. Also, und alle haben sofort unsere Einladungen aufgenommen. Vielen Dank. Also jetzt fangen wir an mit dem ersten Referenten, Herr Thanakorn von Phat Nong Khin, der Oberschülerin von Schule Sathit Mahavichayalay Mahasarakham. Frau Fakjira Song Siripat Liu von also Jugendbefreiung für Jugendbewegung, dann Herr Ternawit Sepsuk oder nicht, also vom Democracy Front, Herr Thanakorn Winya Benchang oder heute stellvertretender Vorsitzender der Gruppe WLAN von Chiang Mai Universität, dann haben wir Anon Nampa, also einfach für Menschenrechte und Aktivist, und am Ende haben wir Frau Chutatip Filikan oder Ur
einen, also studentische Aktivisten von der Kammerstadt-Universität. Also die Diskussion heute werden in zwei Teilen geteilt. Also in der zweiten Runde, jeder Referent wird auf bestimmten also Fragen beantwortet. Also jeder hat ungefähr 8 Minuten zum Sprechen. Und die anderen können auch etwas also zusätzlich noch dazu sagen. Und in der zweiten Runde haben wir dann noch zwei Fragen, also so auf jede Frage, also Antworten, also 3 Referenten von uns. Jeder hat ungefähr 3 oder 5 Minuten. Bevor wir anfangen mit der Diskussion, dann also bitte lassen Sie mich über das, die Verhaltensregeln im Facebook dann ein bisschen erklären. Das heißt, also bitte kommentieren nicht in der Weise, dass es Diskriminierung gegen Geschlechter, Nationalitäten, Religion, Alter, Ausschauen oder bitte benutzen Sie auch keine Schimpfworten. Also wenn Sie so in die Richtung kommentieren, werden Sie sofort ausgehen, also hingewiesen. Also wir fangen schon an mit der Diskussion, also mit dem Kim, Liu, Honte, Nick, Ur und Herr Anon. Am Ende. Also vorher zuerst wollen wir also Kim, also die Oberschülerin. Bitte erzählen Sie uns, warum Sie sich entschieden, also eine politische Bewegung zu initiieren. Und was für Aktivitäten haben Sie vorher gehabt? Ja, damit bitte erzählen Sie uns ein bisschen. Und ich bitte Sie auch langsamer zu sprechen, damit die Dolmetscher auch gut übersetzen kann. Also, fangen wir an mit der Bewegung in Thailand, im Gegenwart, dann sehen wir wirklich die Jugendbewegung, also wirklich also im Alten, im kleinen Alter, also wie ich. Und das ist so etwas, das ganz neu ist in Thailand, weil die thailändische Gesellschaft haben wir so einen Diskurs, die entworfen wurden, die sehr stark eingeprägt ist. Und dieser Diskurs sagt, dass die Politik ist nicht, ist keine Sache für die Kinder. Aber als die Gesellschaft sich weiterentwickelt, die Technologie also geht auch einher mit und hat auch mehr und mehr Einfluss auf unser Alltagsleben, auch mit Social Medien, das auch Einfluss haben auf die politische Meinung von dem Jugendlichen. Und auch von vielen Leuten. Zuerst, also Social Media hat eine große Rolle in unserem Alltagsleben. Wir haben also besseren Zugang zum also Bildung, also schnell und effektiv. Und zweites finde ich auch sehr wichtig, dass wir, das fördert auch die Kultur der Meinungsfreiheit. Und diese Kultur der Meinungsfreiheit wurde noch nie also kultiviert in Thailand am Anfang. Überhaupt nicht im Bildungswesen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige also über die Kultur, die Meinungsfreiheit, die Hinterfragen, ich glaube, das ist sehr wichtig, damit die Leute, die Schüler lernen, kritisch zu denken. Aber dass das System der Bildung in Thailand hat überhaupt sich damit nicht beschäftigt. Es geht auch einher jetzt mit dem anderen Diskurs von der thailändischen Politik. Und mehreren Plattformen auf den Social Media, sie also fördert die Meinungsfreiheit und das kreiert also die neue Umfeld für die Jugend, dass sie glauben, dass die Politik ist etwas ganz nah und das betrifft wirklich allen. Und viele von uns, es macht uns auch Spaß, dass wir über die Politik so nah also diskutieren können. Und auch, es ist ziemlich egal, ob die Meinungen gleich oder nicht, also oder anders ist. Solange, dass es uns Spaß macht, über die Politik zu reden, es macht uns dann mehr auch Spaß, also sich weiterzubilden, sich mehr zu informieren über die Politik. Es macht uns auch Spaß, diese Erkenntnisse weiterzuleiten. Und wenn wir diese Kenntnisse haben, es geht auch einher mit dem Heranwachsen. Es hilft uns, also kritisch zu denken. Wir können also die Fähigkeit zum Denken auch entwickeln. Dann merken wir auch, dass der Militärputsch oder das autoritäre System haben uns die Chance und den Traum in unserem Leben also weggenommen. Und wenn wir alle... Also wir müssen unser Alltagsleben auch mit der Hoffnung haben. Wenn Sie uns fragen, welche Hoffnung ist das? Ja, das ist so wie die Hoffnung von der Jugend. Und das ist einfach ganz, so eine Grundhoffnung.
dass wir einen Platz haben, wo wir also für die Selbstbestimmung, für die Emanzipation und Entwaltungsfreiheit. Und jeder von uns möchte auch denken, selbst denken, wie wir also unsere Zukunft, unseren Körper selbst bestimmen. Aber der Diskurs heutzutage, also wenn man andere Meinung hat, dann das ist etwas ganz schlecht, nicht so gut. Also wir wirklich hoffen, wir möchten nicht mehr in diesem System so ertragen. Was wir hoffen ist, okay, also einfach zu sagen ist, wir möchten einfach ein gutes Leben haben, aber dieses Land gibt uns nicht wirklich sowas. Also obwohl aus vielen Erwachsenen und alle im Umfeld also haben die Hoffnung in uns. Sie sagen, also die Jugend ist die Hoffnung, das Land. Aber eigentlich die das sagen, die Erwachsenen sind die diese Chancen von uns ausgenommen haben. Und deswegen kämpfen wir um die Hoffnung, damit wir also einfach ein gutes Leben also führen können. Also betrifflich, also wenn wir analysieren jetzt die Herausforderungen, die Schwere und die Stärken von unserer Bewegung, musst du erst sagen, dass die also Jugend, also wirklich Jugendlichen wie bei uns, dass wir mehrere Aktivitäten initiieren, dass wir unsere Meinungen äußern, also sich an der Bewegung anzuschließen. Die Herausforderung ist zum Beispiel die hierarchische Struktur in Bezug auf Alter und auch die autoritäre Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist die Autorität sehr eingeprägt und das fängt von an mit der Familie und auch dann auch in der Schule. Und das ist etwas, das wir wirklich herausfordern müssen. Wir haben das auch immer im Kopf, dass wir, also was die andere, welche Meinung sie über uns haben, ob wir freundlich sind, ob wir gut sind oder nicht, oder ob wir eigentlich verrückt sind, so anders zu denken. Also es gibt so eine bestimmte Herausforderung. Und um diese Bewegungen zu machen, wir brauchen auch viel Mut, so die eigenen Eltern zu fragen. Also ob wir hinausgehen können auf die Straßen und viele von uns werden von den Eltern verhindert. Auch wenn die Eltern sagen, dass die Jugendlichen, dass sie machen, ist etwas, das richtig ist und dass das fördert auch ihren Traum und ihre Entwicklung. So, also eigentlich das Ziel von uns, von der Oberschule, von der Bewegung oder von der Protestdemonstration von dem thailändischen Volk, alle wollen eine demokratische Gesellschaft. Und ja, aber wenn Sie mich fragen, jetzt ist uns das schon gelungen? Also wir haben das Endziel noch nicht erreicht. Wir haben das noch nicht erreicht, noch nicht. Das ist noch ein langer Weg vor uns und wir müssen noch mehr darum kämpfen, wirklich also mehr und mehr kämpfen. Wir sollen vielleicht mehr und mehr also Ziele setzen. Aber was ich glaube, ist schon eingelungen, dass wir schon geschafft haben und dass die Erwachsenen das auch sehen, dass die Jugend haben auch eigene Meinung. Sie können nicht mehr also unsere, also sie, dass die Jugendlichen haben auch Kreativität. Also manchmal ist es noch mehr, viel mehr kreativer als die von den Erwachsenen. Das ändert auch die Meinung, das rüttelt an dem hierarchischen Struktur in Bezug auf dem Alter. Weil es geht eigentlich nicht um das Alter, wer älter als wer ist. Es geht nicht um die Generation, kein Kampf zwischen den Generationen. Also, Entschuldigung, also Sie haben noch 2 Minuten. Okay, wir haben den Mut, also dieses Machtsystem herauszufordern, zum Beispiel also die Weißbandbewegung oder mit dem Dreifingerguss. Das ist etwas, das also neue Sache, also neues Phänomen, die wirklich die Erwachsenen so hinterfragen. Sie fragen uns auch, warum können wir im System das nicht hinnehmen? Aber wir fragen uns auch, warum müssen wir das hinnehmen? Sie können uns auch nicht wirklich die Antwort geben. Also wir wissen nicht, welche Generationen das noch hinnehmen muss. Und deswegen also begehren wir auf, also um den Kampf für die Demokratie. So
vielen Dank, Nong Kim. Also Sie haben wirklich sehr, sehr treffend geantwortet, dass die Gesellschaft, dass die alle sagen, dass die Jugend ist die Hoffnung für das Land, aber eigentlich, also es gibt, sie geben uns, also der Jugend nicht. Und das trifft wirklich viele Leute. Und das ist auch Realität. Und diese Struktur, also Outest, ja, also ist auch sehr, sehr interessant, wenn wir denken an die Nachrichten über zum Beispiel die Körperverletzung bei der Jugend. Das ist auch ein Thema, das auch sehr gut, dass wir das auch behandeln müssen. Und das da hat auch einen der so direkte also Connection, also Verbindung zu dem also gesellschaftlichen Hierarchie in Thailand. Dann jetzt also fragen wir mal Herr Sonchila von dem Free Youth Bewegung. Wie möchten Sie, bitte sagen Sie uns über Ihre Beweggründe, was führt zum Phänomen also Free Youth Bewegung, also Jugendbefreiung, also über die, bitte sprechen über die drei Forderungen, die Schwäche, die Stärke von der Bewegung. Welche Resonanz hat Ihre Bewegung in der Gesellschaft? Bitte sprechen Sie ein bisschen langsamer für die Dolmetscher. Vielen Dank. Also meine Beweggründe ist, also ist diese die Regierung von der Militärregierung von unter Prayut Chan-o-cha also von seit 2014. Und unser Unmut hat sich also währenddessen wirklich versammelt. Er hat die Rache seiner Reiche und den Hass und von dem Leute unter den Teppich gefegt. Das ist wie eine Zeitbombe. Also es kommt schon dann an, dass sie also uns also einschüchtern schon seit vielen Jahren. Also die veränderte also Version von Verfassung vor 3 Jahren kommen auch nicht aus Thailand. Mehrere Aktivisten und Dissidenten wurden auch verhaftet dadurch. Und das Volk, die Thailänder, die nicht wirklich Ertrag hinnehmen können, müssen dann auf die Straßen gehen. Also was die Free Youth Bewegung da betrifft, also das kommt von James und Ford also und anderen Freunden, die also ähnliche Meinungen teilen. Wir glauben, dass das Land hat keine Plattform für uns, dass wir haben keinen Platz, unsere Meinung zu sagen. Dadurch haben wir die Jugendbefreiung der Bewegung zu initiieren, das Free Youth Bewegung. Es gibt eigentlich keine Organisation hinter uns. Wir sprechen direkt über diese Themen. Also was die Studenten und auch das Volk betreffen. Und dadurch haben wir diese Bewegung, die Jugendbefreiung initiiert. Also Befreiung, das eher Befreiung von den strukturellen Problemen, also von den Hindernissen, die an uns bleiben, haften. Warum sprechen wir über die Befreiung? Das ist keine Befreiung von dem Menschen, sondern das ist befreien von den Hindernissen und das ist auch Befreiung von uns selbst, von den Verurteilen von der Struktur. Und ich glaube, dass die viele Jugend, also ist dessen sehr bewusst und sie sind mehr und mehr politisch, also mehr bewusst, auch dank des Internets, dann haben sie besseren Zugang zu den Informationen oder was gerade passiert ist in Thailand. Und dadurch will die Jugend nicht mehr das hinnehmen. Sie möchten nicht, dass die Eliten, die regierende Schicht, uns weiter unterdrücken unter diesem System. Und dadurch ist diese Free Youth Bewegung initiiert. Danach spreche ich gerne über die Stärke und die Schwäche, also die Leute heutzutage, also nicht einschließlich die neue Generation, sondern also mehr und mehr Leute. Die Jungen also sind mehr und mehr kritischer, mehr hinterfragen, sie haben besseren Argumentieren. Sie wagen sich, also ihre Meinung so frei zu sagen. Sie wagen dann also das, was sie nicht wissen, zu hinterfragen. Und also im Sicht von dem Erwachsenen haben sie kein gutes Benehmen, aber dieses kritisches Denken und Hinterfragen, das fördert das Land, damit das Land sich weiterentwickeln kann. Unsere Stärke ist, dass wir einfach uns sein müssen, also wir bestimmen uns selbst, es gibt keine Organisation hinter uns, wir brauchen niemanden, um uns zu informieren. Das, was wir erreichen möchten, wir können sofort das handeln.
Und außerdem haben wir auch den Mut, also in der früheren Generation könnte auch sein, dass sie Angst hatten. Sie Angst hatten vor dem Gesetz, von den verschiedenen Regelungen, aber heutzutage die Angst, diese Angst ist schon weg. Also sie haben, sie interessieren sich schon für die, also mehr und mehr, also Dingen. Und auch die Initiation von den Bewegungen auf den verschiedenen also Orten. Es geht nicht nur um die einzelnen Personen, aber also viele, alle können auch die Leiter sein, von den politischen Leitern sein. Also alle können sich weiter also entfalten. Also wenn unsere Leiter verhaftet wurden, können wir unsere Bewegung weiter fortsetzen. Und dadurch also produzieren wir die Jugend und das Volk, die ihre Meinungen sagen können. Und andere Stärke ist auch unsere Kreativität, die Bewegungen zu initiieren. Wenn Sie sehen, die Bewegungen in Thailand, zum Beispiel Kantaro lernen oder so einen, also Sauberung gegen die Regierenden. Ich glaube, das ist so eine sehr kreative Bewegung und das ist etwas, das die Regierung nicht erwartet hatte, dass so etwas in Thailand passieren könnte. Und also von meiner Erfahrung von anderen Bewegungen, wir benutzen auch die wir also inkludieren, auch die Kultur und die Kunst von den regionalen Ebenen, haben wir auch benutzen, wie zum Beispiel React in Chiang Mai. Es gibt auch dann ein Theaterstück, um wirklich das Unrecht in Thailand wirklich also bildlich darzustellen. Die andere Stärke, also die letzte Stärke, ist auch, dass wir sind wirklich kommen von unterschiedlichen Herkünften. Wir sind nicht nur die Studenten oder Rothemden. Also in unserer Bewegung gibt es also die Leute von verschiedenen Hemden, also LGBT-Feministen von der Chula-Universität. Und das macht auch, dass unsere Bewegungen gut gelungen ist. Also zum Beispiel die Free Youth. Also die Befreiungsgruppe von verschiedenen Leuten, die also das gleiche Ziel haben, die zusammen das, die Bewegung machen. Und weil wir von unseren Herkunften sind, dann sehen wir auch mehr unterschiedlichen Problemen. Und das ist auch die Natur der Demokratie, dass wir diskutieren über die Probleme. Und dadurch, das ist ziemlich schwierig, dass es überhaupt keine Probleme gibt bei jeder Bewegung, unseren Problemen bei der Bewegung. Aber diese Probleme bedeutet, dass wir uns nähern an dem Ursprung der Probleme. Eigentlich ist unsere Schwäche auch nicht wirklich Schwäche. Das ist, könnte auch die Schwäche, die wir uns einpassen können. In der nahen Zukunft, die Jugendbewegungen könnte auch noch mehr Freiraum haben, also noch mehr als was ich Ihnen gesagt habe. Also vielen Dank, Kim, für das ist auch ein sehr gutes Thema, zum Beispiel über die Unterschiedenheit, dass wir keinen bestimmten also politischen Leiter haben und dass wir auch die verschiedenen Kulturen auch einschließen und kombinieren in der Bewegung. Und das schließen mehr und mehr Leute ein in der Gesellschaft. Und ich denke, das ist auch sehr richtig, das ist auch die Natur der Demokratie, dass wir jeder von uns unterschiedliche Meinungen haben. Es geht auch um diese Meinungen auszutauschen, die führen zu dem Lösung der Probleme, damit wir daran arbeiten können. Das finde ich, das ist auch wichtig und das ist etwas, das noch in der thailändischen Gesellschaft noch fehlt. Und danach gehen wir zum Thanathorn. Thanathorn ist der Student von der Chiang Mai Universität und auch der, also nach der Bewegung, also nach dem, also vom 18. Juli, dann haben wir das Phänomen, das man nennt also Lauffeuer. Dass die verschiedenen Bewegungen sich in anderen Teilen in Thailand dann weiter verbreiten. Ich möchte Sie fragen, also was für die Position haben Sie in Ihren Bewegungen und auch in Bezug auf Chiang Mai Provinz, welche Aktivitäten organisieren Sie? Was glauben Sie, wie können wir das Netzwerk noch verbreitet, noch erweitert, damit wir also unseren Freiraum noch erweitern können? Und ich bitte Sie auch, also langsamer zu sprechen für den Dummetscher. Vielen Dank. Guten Tag. Also
eigentlich, also haben wir auch dieses Phänomen von Lauffeuer-Verbreitung, wie Lauffeuer schon seit Anfang des Jahres also angefangen. Also, aber was passiert ist, am 18. Ja, Juli ist nur eine Wiederholung. Wir haben dann verschiedene Bewegungen gehabt. Dieser Lauffeuer ist die Flashmob, die also gleichzeitig passieren in verschiedenen Provinzen, von Jugendbewegungen, Bewegungen von Künstlerinnen, die Theaterstücken zum Beispiel also organisieren und über die Monarchie und auch über die andere Institutionen, aber auch über die also dieses verratene Regierung. Über Flashmob, die ich also teilgenommen habe, zum Beispiel ist in Tapre, einmal in Chiang Mai Universität und einmal in Anusui Sankasat, also gestern. Und also unsere Forderungen sind, also ich würde das zusammenfassen, weil die Forderungen, die da waren, also in der letzten Runde, finde ich komisch. Es ist sehr anders, weil sie sind einfach sehr unterschiedlich von verschiedenen Gruppen. Aber prinzipiell ist es so, dass wir fordern nach der Auflösung des Parlaments, also die Neuentwerfung von der Verfassung, Stopp der Einschüchterung gegenüber Völker, Reform der Monarchie oder auch über das Alltagsleben von dem normalen Volk, die Arbeiterbedingungen zum Beispiel. Also persönlich werde ich sprechen über die Organisierung der Flashmob, die gleichzeitig organisiert wurden. Also in meinem Hinsicht die Stärke ist, dass wir die Einschüchterung seitens dem Staat vermeiden. Also heute machen wir das in Bangkok, übermorgen machen wir in Chiang Mai und ja. Aber gleichzeitig, also wie gesagt, wie erwähnt habe, muss man wirklich aufpassen, weil wenn es keine Vereinigung über die Strategie gibt, dann manche Forderungen an verschiedenen Orten können sich noch also gegenseitig sind. Also zum Glück haben wir noch keine dieser Gegensätze, gibt es noch nicht in Thailand. Die andere Stärke ist auch, dass es sehr flexibel ist, dieses Flashmob. Und dann haben wir auch mehr und mehr Unterschiede, unterschiedliche also Themen von den Bewegungen, weil wir behandeln nicht mehr das allgemeine Problem in Thailand, aber die regionale also Herausforderungen werden auch behandelt. Zum Beispiel in Chiang Mai sprechen wir über die Pollution in Chiang Mai oder den Preis der Lebensmittel in Thailand oder die landwirtschaftlichen Produkte. Zum Beispiel im Omgoi, dort haben wir gesprochen über die Nationalitäten, die Ethnien in Thailand. Und das ist auch diese Stärke ist auch sehr gut. Dadurch können wir unseren Front noch erweitern zum größeren Publikum in Thailand. Aber gleichzeitig in dieser Stärke selbst, ich glaube, wir sollen uns mehr kommunizieren zwischen uns, um die gemeinsame Forderung zu vereinigen. Was wir gemeinsam erreichen wollen, wollen wir die Republik oder wir wollen nur die Reform unter dieser Verfassung. Also bezüglich der Erweiterung des Netzwerks, also auf der regionalen Ebene, voll früher haben wir also viele Ideen von dem Zentral also viel bekommen, also zum Beispiel nach dem 18. Juli. Danach haben wir Flashmob gemacht im Taipei, Chiang Mai. Dann haben wir also weitere Flashmobs gehabt. Und danach dann haben wir eine Bewegung. Wir haben das verbreitet auf die Regionalebene, damit die kleineren Einheiten also eigene Flashmob-Bewegungen noch initiieren können. Also bezüglich der Erweiterungen vom Netzwerk nach dem 18. Es gibt die Verbindung zwischen dem zentralen Ebene und den regionalen Ebenen, also zu bestimmten Grad, aber die Verbindung zwischen die Organisationen, die Einheit zwischen den Organisationen ist es noch da. Also es gibt zwar die Stärke und auch Schwäche, zum Beispiel, dass wenn eine Organisation verbannt wurde vom Staat, dann andere Organisationen können dann weiterleben.
Aber wie gesagt haben, wir sollen vielleicht die gemeinsame Strategie haben, auch wenn wir also verschiedenen Organisationen vertreten, damit wir keine gegensätzlichen Forderungen verlangen, auch bezüglich der Methoden für jetzt oder auch in die Zukunft. Ja. Okay. Ja, es gibt auch noch eine Sache, die ich vergessen habe. Das ist also diese Forderung eigentlich. Es gibt sehr viele Details, also persönlich glaube ich, die sehr weit verbreitete Forderung ist, die wirklich das Alltagsleben, die Wirtschaft im Land. Aber gleichzeitig in Thailand, also die Reform der Monarchie ist auch nicht weniger wichtiger. Ja, es ist auch sehr wichtig. Wir können das sehen von dem die Bewegung vom 29. dass also hunderten also Leute haben sich an der Demonstration dann eingeschlossen über die Reform der Monarchie. Ja, also die andere interessante Forderung ist auch die neue Entwerfung von der Verfassung. Also gestern oder vorletztes Mal haben wir die Idee dann also versammelt. Und wir haben dann den Druck also auf das Parlament geübt. Ich glaube, die Strategie und die Methoden können zusammen einher mit dieser Strategie auch außerhalb des Parlaments und auch innerhalb des Parlaments selbst. Aber damit wir also unter diesen Regeln dann kämpfen, dann ist es nicht wirklich fair für uns das Volk. Weil diese Regierung kommt von Militärputsch und wir sollen diese Militärregierung wegschicken. Also außer dem Flashmob auf den verschiedenen Stellen gibt es auch so einen also Transformation also von zentralen zum regionalen und vom regionalen zu zentralen Ebenen. Und dieses Flashmob in Thailand ist noch sehr, sehr also abhängig von den zentralen Ebenen. Und unsere Flashmob auf den regionalen Ebenen. Und das ist eher, dass wir die auf der zentralen Ebene eher folgen und nicht wirklich etwas Neues von den regionalen Ebenen. Das können wir noch behandeln, damit die regionalen Ebenen auch eigene Flashmobs selbst organisieren können, ohne die Idee von Bangkok oder zentralen Ebenen zu warten zu müssen. Ja, ich finde Ihre Idee sehr gut ist, dass die regionale Ebenen, damit sie mehr Chancen, also eigenen Initiativen zu initiieren. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass wir also nicht nur nicht wir auf der Straße demonstrieren, sondern auch innerhalb des Parlaments auch selbst, um mehr Rechte zu fordern. Und dadurch haben wir dann die Flashmobs nicht nur in Bangkok auf der Zentralebene, aber auch in anderen Provinzen. Damit die anderen Leute auf der regionalen Ebene haben auch mehr Zugang zu den politischen Bewegungen. Also weiter, wenn wir darüber sprechen, über die also Bewegungen also im Land, Mob im Land, auf dem Land, es gibt auch dann Studentenbewegung, aber das Volksbewegung, die sich zusammen anschließen. Dann haben wir auch Rothemdbewegung, also große Zahl von dem Rothemdbewegung, die zusammen, also seit der Jugendbewegung zusammenkämpfen. Vor allem von den Demonstrationen am 29. September. Wir haben gesehen, es gibt viele Leute von der Rothemdbewegung. Und dadurch, also bitte ich Tanavit, weil sie von dem Nordostregionen kommen, die also bekannt, das ist so eine, also sehr bekannt für die Rothemdbewegung. Wir möchten Sie fragen, also welche Rolle hat die Rothemdbewegung bei diesen Forderungen? Was ist Ihre Vision, ob es einen Unterschied gibt oder etwas Allgemeines gibt? Auch also hinsichtlich der Rolle von Rothemdbewegung auf die also Jugendbewegung auf weiteren Ebenen. Wie können wir die Studentenbewegung transformieren, damit mehr und mehr Leute sich an der Bewegung anschließen können? Also.
Also bezüglich der roten Bewegung, das ist klar, wie Sie gesagt, wie erwähnt haben, dass das so Nordostregion ist wie eine also Heimat der Rothong, wie Udon-Thani, also Provinz, also insbesondere. Rothemd-Bewegung, wir Rothemd-Volk, Rothemde, wir sind so herangewachsen. Wir glauben, dass wir unterdrückte und vergessen geworden sind in der thailändischen Politik. Und durch diese Unterdrückung und auch die Gesellschaft, die unfair ist, und unter diesem Umstand sind sie erwachsen, herangewachsen. Und dadurch sehen wir auch die Bewegung. Und wenn wir vergleichen die Bewegung, Rothemd-Bewegung und die Studentenbewegung, gibt es sowohl Unterschiede als auch die etwas im Gemeinsamen. Also Studentenbewegung wollen auch also mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Also das Endziel von den beiden Gruppen ist die Demokratie. Aber also die Rothemd-Bewegung ist mehr über die Hierarchie in der Gesellschaft. Und sie erklären, dass sie wirklich Untertanen sind. Sie kämpfen über die jemanden im Himmel, also die Eliten. Im Vergleich zu der Studentenbewegung, also am Anfang haben die Rothemd-Bewegungen auch Angst, sich an der Jugendbewegungen anzuschließen, weil das ist so direkt. Aber wir haben schon auch so gesehen mit der Zeit, dass die Rothemd-Bewegungen haben das akzeptiert, haben diese Unterschiede akzeptiert, weil das, was die Studentengruppen gesagt haben, ist auch wahr und man kann das gut argumentieren können. Und dadurch haben sie nicht mehr also Angst, sich an der Studentenbewegungen also anzuschließen. Es gibt zwar viele Unterschiede von dem, also Verständnissen auf verschiedenen Ebenen. Also jede Gruppe versteht die Demokratie vielleicht nicht so tief oder anders tief. Aber auch die Studentenbewegungen können auch nicht so gut verstehen, auf der regionalen Ebene gut verstehen, wie die Rothemd-Bewegung. Aber wir haben das gemeinsame Ziel über die Demokratie, dass es geht um den Respekt von der Meinungsfreiheit, dass jeder hat den gleichen Recht, von Meinung zu sagen, und es gibt die Gleichheit gibt in der Gesellschaft. Und das ist, weil Sachen sind was sie verbinden, also die Studenten und die Rothemd-Bewegung. Und das führt zu dem gemeinsamen Ziel, also die Gleichheit in der Gesellschaft, die Demokratie, wo es wirklich vom Volk kommt. Und das ist etwas, was sie Gemeinsames haben. Aber sicher ist die Strategie anders. Also Rothemd-Bewegungen sind, eigentlich, ich bin auch unter den Rothemd-Bewegungen herangewachsen. Also auch, es gibt auch Unterschiede also innerhalb der Rothemd-Bewegung. Es gibt auch so Leitergruppe, die also uns sagen, also die Weisungen geben. Und es gibt auch verschiedene Branchenteile von den Rothemd-Bewegungen. Es gibt also eine echte, richtige Struktur. Und also im Nordostregion, jede Region hat eine bestimmte Selbstständigkeit, also die Strategie zu entwickeln, aber sie haben schon gemeinsames Ziel. Dadurch ist ihre Bewegungen ist ziemlich einheitlich, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Jetzt viele glauben, dass sie sind schon sehr bekannt in der Gesellschaft und dann können sie also alles machen, was sie wollen, und dadurch führte es zu dem Gewalt, hervorgehen mit den Polizisten. Also im Vergleich zu der Studentenbewegung, also jede Studentenbewegung sind noch sehr, sehr unabhängig voneinander. Und es gibt das. So, vielleicht jede Gruppe sind ein bisschen, es unterschiedlich ist, zum Beispiel in Momosso, in unserer Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr die einzige Gruppe ist, die fordern, die über die Verfassung, die den neuen Entwurf der Verfassung, also dieses Thema behandeln. Die andere Bewegung haben vielleicht dieses Thema nicht behandelt. Dann sehen wir, dass jede Gruppe
haben wir also unterschiedliche also Meinungen und Strategien. Ja. Und auch auf den regionalen Ebenen. Also jede Provinz hat einfach den Mob und die Bewegungen einfach initiiert. Wir haben uns nicht vorher vereinbart, wer was macht. Also jede organisiert die eigene Bewegung. Und deswegen ist das gesamte Bild so, dass es gibt so kleinere Bewegungen in verschiedenen Orten. Also bezüglich, und wenn wir das vergleichen, es ist schon klar, dass die Methoden ganz anders ist, auch wenn wir gemeinsame Ziel haben. Die Rotem-Bewegungen haben zwar Einfluss auf die Studentengruppe, weil die Rotem, das ist wie das Lesson Learner, die Rotem-Bewegung, was ihnen passiert ist, ist auch so eine Lektion schon für die Studentenbewegung. Und die sind auch Rotem, was die Rotem-Gruppen gelernt haben, geben sie auch die geben auch die Kenntnissen, also erworbenen Kenntnissen weiterleiten und sie unterstützen auch die Studentenbewegungen. Weil die Rotem-Bewegungen heutzutage ist, sie denken auch, dass also es ist gut, dass die Studenten jetzt die Gruppe leiten. Das ist vielleicht nicht mehr ihre Zeit, also zu demonstrieren. Weil die Leiter von Rotem-Gruppe sind auch also nicht mehr so stark, weil jetzt brauchen wir jetzt die reine Macht von den Jugend, die uns hilft, also unser gemeinsames Ziel einzusetzen. Wie vom Professor Tida Tawonsen, die Professorin sagte, dass also die beiden Gruppen seit vielen Jahren schon gesagt, dass beiden Gruppen also das gemeinsame Ziel haben. Es ist etwas, das der Rotem-Bewegung gefordert und es nicht gelungen ist. Und die Studentenbewegung, wenn sie das danach auch fordert, dann die Rotem-Bewegungen haben das also unterstützen. Und zwar gibt es auch verschiedene Branchen, auch bei den Studentenbewegungen, aber Rotem-Bewegungen, ihre Geschichte, das ist wie eine also 10 Jahre lang Pause jetzt, die vergessen wurden. Dass die Studentenbewegung sich interessieren zur Rotem-Bewegung und dadurch sind die Rotem-Bewegung dieser Pause, ihre Bewegung sind mehr, also wurden mehr beschäftigt, ja. Also man lernt mehr über diese Wunde und die Unrecht, die Rotem-Gruppen erlitten hatten. Und diese Lektion von den Rotem-Gründen sind auch so eine Lektion ja, für die Studentengruppe. Und das macht die Studentengruppe noch stärker. Und das zeigt auch deutlich, dass die Systeme wurden schon seit langem, also seit langem vernachlässigt. Ja? Wenn wir so sagen. Und die Sache ist, dass um die Studentenbewegungen wirklich erweitern zum allgemeinen Volk und dadurch brauchen wir die Mauer, die Mauer von diesem Konzept der reinen Macht. Dieser Grenze müssen wir noch zerstören, damit mehr und mehr Leute sich an der Studentenbewegung anschließen können. Und jetzt glaube ich, denke, die Studentenbewegungen können schon also mehr fordern, dass das Volk im Allgemeinen also ihnen anschließen. Wir müssen das Volk auf unserer Seite haben, um uns zu gelungen. Die Strategie ist auch deswegen sehr wichtig. Das ist schön, dass die Studenten ihre Bewegung leiten, aber manchmal es fehlt der Jugend auch die Erfahrungen. Weil es geht nicht um kleinere Gruppe, sondern auch, es muss größer sein. Und das Volk ist dann auch sehr wichtig und dass das Einschließen von dem Rotem-Gruppe, das ist auch etwas sehr wichtig. Und das ist auch der Anfang von den Massenbewegungen in Thailand. Und diese Grenze zwischen uns und die Masse des Volks, die Grenze zu zerstören. Vielen Dank für Ihre Analysierung. Ich finde, das ist auch sehr wichtig. Also hinsichtlich der Studentenbewegung, das ist also eine Art also gegenseitig lernen, damit wir auch mehr Druck haben möchten, mehr Macht betreiben, damit wir das gemeinsame Ziel erreichen. Das ist auch eine Herausforderung, wie wir also unser Netzwerk noch erweitern können.
Thip, na ka, Kun Jutta Thip. So weiter, also bitte ich Frau Jutta Thip für die Tam. Uhr. Bitte sprechen uns darüber, dass wir haben den Mob, die Bewegungen überall in Thailand, die Aktivitäten in den Schulen, die wir schon erhört haben. Es gibt das neue Phänomen, dass der Staat also Repressalien gewalttätiger vorgehen gegenüber das Volk, gegenüber den Dissidenten. Bitte erzählen uns ein bisschen mehr darüber. Bitte sprechen Sie auch langsamer. Ja, also hinsichtlich der Einschüchterung gegen das Volk, den Dissidenten und die Studenten. Diese Einschüchterung ist das kein neues Phänomen von dieser Jugendbefreiung-Gruppe, aber die Einschüchterung gibt es immer seit dem Militärputsch, also 2014. Und es gibt danach zwar die Pause von den politischen Bewegungen, also bis dem Anfang, also in diesem Jahr haben wir verschiedene Aktivitäten, Flashmob, Marathon gegen den Prayut. Dann haben wir auch also mehrere Versammlungen von Studenten und zusammengerechnet gab es 192 mehrere Einschüchterungen. Und wir haben so viele Einschüchterungen, die nicht dokumentiert sind. Diese Einschüchterung, diese Bedrohung, das ist sehr klar, zum Beispiel, wenn wir die Anklagen und die Strafen. Und sie besuchen die Dissidenten auch und sie sagen, sie besuchen im Klammer. Und das ist auch schon eine Art Bedrohung. Sie bedrohen also nicht nur die Studenten, sondern auch die Eltern. Und auch die zu Hause sind, ja. Damit, um zu sagen, sie benutzen ihre Soft Power. Also mittels die Familie, ja, damit. Und sie sagen ganz klar, dass der Staat möchte nicht, dass die Kinder demonstrieren gehen. Und das führt auch zu verschiedenen Anklagen vor Gericht. Und manche Einschüchterung, also die wirklich frontale Bedrohung, also jedes Mal, wenn wir Demonstrationen haben, dann gibt es verschiedene Maßnahmen seitens des Staates, zum Beispiel mit versteckten Kamera und die Beamten, die nicht Uniformen tragen. Es gibt auch die staatlichen Beamten, die uns beobachten und patrouillieren umherum. Also es gibt bis zum auch die Leute, wie sie in einer Art von Delivery, von Lieferservice, sie kleiden sich wie die vom Kleiderservice. Aber also es gibt so viele Formen und auf verschiedenen Ebenen. Und jedes Mal, und am Anfang, am Anfang fragen sie uns nach den Identitätskarten, sie fragen nach unseren Namen und sie fragen über unsere persönlichen Informationen. Das war am Anfang. Oder also bezüglich der Versammlung. Also seit 18. Juli, die auf der Bühne die Rede gehalten hat oder die involviert sind mit der Organisation, auch wenn sie die Rede nicht gehalten haben, die alle wurden angeklagt vom Staat. Also sie verkünden die Liste von den Angeklagten, zum Beispiel 13 Personen und von den 13. Es gibt auch die Vorladung an die Polizei, aber auch manche wurden auch vorgehaftet mit dem, also Gesetz 116 und von verschiedenen Gesetzen. Und bei der Vorladung, es geht dann um die Gesetze über die Versammlung oder solche Strafe. Also bei den Verhaftungen, ich glaube, es gibt 15, die verhaftet wurden. Und jede wurden allmählich verhaftet, jede nach anderem. Also die erste Person ist Anon und auch Mike und mehr Leuten wurden
und dann verhaftet. Wir sind wirklich das letzte Schuss. Also wir werden noch nicht verhaftet. Es bleibt noch eine Person, die noch verhaftet wurde. Also die letzte Person ist keine, sie war früher keine Aktivistin. Sie ist eine Studentin, eine Jugend, die also einfach nach Rechte fordern. Diese drei Forderungen also auf der Bühne gehortet und ein davon ist auch der Bitterstopp der Einschüchterung. Und diese Einschüchterung wurde aber nicht gestoppt. Also sie wurde auch wirklich angeklagt und die Strafe ist wirklich schlimm, ist wirklich stark. Weil es geht auch um die Strafe wie Volksverhetzung. Und das ist die solche Anklagen machte uns, dass diese Leute, dass sie demoralisieren uns auch durch diese Anklagen. Die Einschüchterung gibt es auch zu uns selbst, zu mich selbst persönlich ist. Also ich habe auch deine Anklage, ich wurde auch angeklagt laut dem Gesetz 116, was passiert ist. Die Polizisten, sie fangen mein Telefonnetzwerk an, um zu bestimmen, wo wir sind. Und danach, dann sagen sie auch den Leuten, die arbeiten, also im Sicherheitsbranchen, das ist wie in einem NGO-mäßig, die uns schützen. Sie sagen uns indirekt, dass sie haben uns schon vorgewarnt und dass sie wissen, wo wir sind, wo ich. Und ich kontaktiere auch über die Außenwelt und ich gebe auch viele meine Telefonnummer. Sie kennen auch meine Telefonnummer und sie haben mein Line, also wie WhatsApp eingefügt. Und sie schreiben mir zum Beispiel, dass ich weiß, dass du hier und hier bist und dass du hier bist, dass du dort und dort warst. Und sie kennen genau meine Nummer. Und also an dem Tag, als sie mich also im Line hingefügt hat, war es auch, also am 15. August, es war ein Tag vor der großen Versammlung am folgenden Tag. Danach ist mir nichts passiert, aber nach der Versammlung vom 16. August, eine Woche später, also sind sie zu meinem Studentenheim gekommen und sie haben unser Foto also an dem Verwalter des Studentenheims gezeigt und sagte, dass der Verwalter und die sind in dieser Zeit war die Putzfrau und sie haben die Putzfrau gefragt, ob diese Person in diesem Studentenheim wirklich wohnt. Und die Hausfrau damals sagte, also es hat gelügt und hat gesagt, dass ich dort eigentlich nicht wohnte. Und sie sagte noch sogar, dass diese Person, dass die Eltern von dieser Person, also sind auch Aktivisten. Und die Polizisten sagten auch, dass eigentlich, dass die Eltern von dem Foto sind Aktivisten, dass sie kommunistisch sind. So, sie versuchten mich zu deformieren. Aber also Gott sei Dank sind die Putzfrauen sehr unzufrieden mit dem jetzigen Prayut-Regierung. Deswegen haben die Putzfrauen mir später darüber alles diesen Dingen berichtet. Also danach gibt es noch mehr und mehr also Einschüchterung. Sie patrouillieren also entlang der Demonstration, also bei der Uni und also am Tor der Uni im Tapachan. Also manchmal folgen sie mir einfach und dann verbreiten sie das Gerücht, dass sie mich verhaftet werden. Aber bis jetzt haben sie mich noch nicht verhaftet. Aber am gleichen Tag bei den Gerüchten, ich wurde nicht verhaftet. Aber zum Beispiel Ford und James, die zwei anderen Freunde, wurden dann also verhaftet und die gehören auch zu den Jugend, zu den Free Bewegung gehören. Und damals hab ich meinen Wohnsitz einfach gewechselt, weil ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Ich muss mich wirklich aufpassen, wenn ich zurück in meinem Studentenheim dann also fortkehren. Und also normalerweise wohne ich allein, aber jetzt muss ich begleitet von meinen Freunden werden. Und also dank
Also durch wegen dieser Einschüchterung, also habe ich meine Freundin bitte, damit sie mich die ganze Zeit begleitet, um auch Ausschau zu halten, ob jemand von einer Beamten mich folgt. Und aber nach diesen 2 Tagen, also fühle ich mich auch sehr unsicher. Ich wurde noch nicht verhaftet. Ich möchte einfach fertig damit sein. Und ja, also ich sage auch oft dann, meine Strategie war auch oft, dass ich also meinen Lokal, also wo ich bin, also öffentlichen, damit die Leute alle wissen, wo ich bin, um die Beamten, um die Polizisten herauszufordern. Wenn ich das so mache und wenn ich bei den Freunden sein immer, dann wurde ich nicht verhaftet. Und dann manchmal sage ich meinen Freunden, dass sie einfach weggehen sollen. Vielleicht werden sie mich verhaften an dem Tag. An einem Tag habe ich ihnen das gemacht. Das war am Montag. Entschuldigung, am Dienstag. Also ich ging in die Schule. Also ich habe Grab, also das ist wie Uber, also angerufen. Ich wollte in die Schule gehen, an die Uni. Und auf dem Weg sind also die Polizisten ohne Uniform auf Motorrad, also vor das Rot von meinem Uber einfach gefahren. Und dann haben sie uns gehalten, sie haben das auf das Fenster geklickt und haben gesagt, dass sie, und dann haben sie mir gezeigt, dass wir also angezeigt wurden. Und sie wollen uns einfach verhaften. Und das war wirklich komisch, weil es gibt keine Polizeiwagen da. Es ist nur irgendein Pickup, ja, und es ist ein Lastwagen. Und ich weiß nicht, ob sie mich dann in diesem Wagen also genommen werden. Ich habe ihnen gesagt, nein, ich fahre nicht in diesem Wagen. Ich bin dann mit dem eigenen Taxi gefahren und zusammen mit ihnen im Taxi. Und auf dem Weg im Taxi, die Polizei, also lese ich also das Buch vor, den Polizisten. Also damals musste ich dieses Buch einfach, es ist Teil des Unterrichts, das ist dieses Buch über Common Sense von Thomas Kean. Ich habe das Buch den Polizisten vorlesen. Es geht um auch den Inhalt von dem Aktivisten, ihnen habe ich vorgelesen und ich bemühe mich auch, das ganze Zeit live streamt im Facebook zu zeigen, dass ich noch in Sicherheit bin. Und danach wurde ich verhaftet und angezeigt mit juristischem Prozess und so. Entschuldigung. Und danach, aber danach gibt es nichts wirklich etwas Neues. Also ich mache weiter mit der Bewegung. Vielen Dank, das ist wirklich eine Form von dem staatlichen Repressalien, um die Rechte von dem Menschen also zu mindern. Und das ist auch sehr richtig. Und diese Regierung, das ist kein neues Phänomen, sondern diese Einschüchterung ist schon seit langem in unterschiedlichsten Formen. Und es betrifft nicht nur die Aktivisten, sondern auch alle, die andere Meinungen haben. Manche müssen sogar Asylum also beantragen im Ausland. Und es betrifft wirklich die Grundrechte, um zu leben. Und das ist so eine Menschenrechteverletzung, das ist wirklich gravierend ist. Okay, dann werden wir also fertig machen mit der ersten Runde mit Herrn Anon. Also wir haben also mehr, also einen Durchbruch von dem Freiraum haben. Wir haben mehr Freiraum haben mit den 10 Forderungen und mit einem Traum, sie verlangen nach wirklichen echten konstitutionellen Monarchie. Und dank Ihnen gibt es mehr Diskussionen über die Reform der Monarchie. Vor 2 Tagen hat auch das Parlament die Wahl über die Veränderung der Verfassung noch hinausgezögert. Und an den letzten Tagen gibt es auch mehr und mehr Forderungen nach der Republik, nach der neuen Form. Und die Macht haben, haben alles noch ignoriert. Und sie benutzen auch das Gesetz 112 Gesetze, also Majestätsbeleidigung.
Dieses Gesetz wollen wir auch, wollen Sie auch geändert. Deswegen möchte ich Sie fragen, unter dem jetzigen Umstand, in welcher Weise sollen wir unsere Bewegungen weiterentwickeln, um den Druck machen, damit wir wirklich die Reform durchführen können? Oder wollen wir Freiraum erweitern für andere Reformen, damit die Politik auf der Straße und die Politik im Parlament geht zusammen einher, damit wir das Ziel also wirklich realistisch auch dann erreicht werden. Ich denke, man muss wirklich die Realität annehmen, dass jetzt das Volk ist überhaupt ist nicht mehr zufrieden mit der Monarchie, überhaupt nicht zufrieden, auch im weiteren Publikum. Ich glaube, heutzutage ist wirklich, das ist sehr klar, dass die Leute haben kein Vertrauen wirklich in der Monarchie. Wenn wir zurückdenken vorher, also von der Versammlung, auch von meiner Seite und auch wir wissen, dass die alle diese Versammlungen, dass die Monarchie wirklich also unter der sind. Manche Reformen von den Free Youth Bewegungen, diese drei Forderungen, also Stopp der Einschüchterung und auch seitens der Monarchie, auch Institutionen. Und also manche Leute sind auch verschwunden wegen der also Majestätsbeleidigung. Und das ist einfach, das zeigt ziemlich ganz klar von diesen Einschüchterungen, dass die Leute nicht zufrieden sind und mehr Leute sprechen mehr und mehr direkt über die Monarchie auf der Bühne. Das ist jetzt heutzutage etwas ganz normal in der Bewegung. Anschließend der Forderung, dass wir eine Reform haben, dass wir möchten, dass dieses Gesellschaft in positiver Weise entwickelt. Also wenn die Monarchie also weigert sich zu reformieren, dann muss ich sagen, dass wenn sie sich nicht reformieren, dann die neuen Generationen sind auch die nicht unterdrücken lassen, weil der Trend vom Social Media ist jetzt sehr, sehr stark. Und ich glaube, die regierenden Institutionen sind dessen auch bewusst, wenn es keine Reformen gibt, keine Änderung bei der Verfassung gibt, wenn es keine Einschränkung der Monarchie gibt, dann die Forderung nach der Republik kommt sicher. Also wir wissen nicht, was wird passieren, weil solche Forderungen haben wir das noch nicht mal so direkt gefordert. Also vorher gibt es auch so Rechten, also wir werden sicher von den konservativen Seiten kritisiert, aber bei den neueren Generationen, also bis 30 Jahre alt, es ist ziemlich klar bei ihnen, dass sie eine Reform, sie möchten so in einer Gesellschaft leben, wo alle gleich sind. Also ich habe auch nicht wirklich erträumt, dass dieser Tag kommt. Ich habe auch im Leben herangewachsen, Angst vor dieser Majestätsbeleidigung, aber ich glaube, die neuere Generation haben keinen Angst mehr. Also alle sprechen darüber. Also in der Realität, also weltweit, also in anderen Ländern, es ist egal, ob sie König haben oder nicht. Und dass das Land uns also einfach Brainwash machen möchten, dass der Staat muss einhergehen mit der Monarchie, ja, das macht nicht viel Sinn mehr. Und durch die Jugend, die Jugend wird sich darüber mehr und mehr beschäftigen, ja, und diskutieren. Bei meiner Generation vielleicht weniger, aber bei der neueren Generation, ich glaube, das ist anders. Also, weil sie haben fast überhaupt keine Verbindung mit der Monarchie. Sie sind herangewachsen mit dem Militärputsch und mit der Monarchie. Also im jetzigen Form haben sie erlebt. Also auf der Ebene, es gibt die Hauptzwei, also Bühnen von den Bewegungen, von der Free-Use-Bewegung und auch Bewegung von Thammasat-Universität. Die beiden Bewegungen. Also der Inhalt schaut also unterschiedlich zu sein aus. Zum Beispiel das Free Youth Bewegung ist, ihre Forderung ist so mehr kompromissbereit, aber die Thammasat-Forderungen, ihr Inhalt ist mehr direkt. Aber eigentlich, also von meiner Erfahrung nach, also die Jugend von beiden Bewegungen sind, also der Inhalt ist identisch.
also Friedensbewegung eigentlich heutzutage, also sie sind auch mehr und mehr, noch mehr direkt als die von der Universität, zum Beispiel die Rede vor dem Parlament. Vor kurzem haben wir gesehen, dass also alle also über die Reform der Monarchie gesprochen haben und sie sprechen darüber direkt vor dem Parlament, ja, und das ist ein echt neues Phänomen. Und das wir gesagt haben über den Durchbruch, ja, der Demokratie am 10. August, und das führt einfach zu der Diskussion, dass wir eigentlich die Reform, gesellschaftliche Reform, wirklich also durchführen müssen. Also von dem letzten, manche Bewegungen schauen sehr brutal, so direkt ist, aber eigentlich der Inhalt ist immer ganz neu. Also vor einer Woche war der Inhalt der Bewegungen war auch über die Gesellschaft offen. Und Sie sehen also bei der Demonstration vorher, dass zwischen dem Militärlager und auch dem Parlament, ja. Und aber diese Bewegung wurde also nicht wirklich in Social Media also verbreitet, weil sie auch so wie ein vermummt wird, ja, die Social Media, weil es so viele Schimpfwörter auch gibt, aber der Inhalt ist ziemlich, sie kritisieren auch über die Reform der Monarchie, sie sprechen auch ohne Vorbereitung vor, sondern die Leute, die die Rede gehalten haben, haben sie auch ihre Rede gut vorbereitet. Und deswegen glaube ich, es ist auch echte Reform, echter Durchbruch, vor allem bei der Monarchie. Das ist wirklich ein ultimatives Ziel. Ja? Wenn die Monarchie also sich weigert zu reformieren, dann werden die Dissidenten sie werden sich nicht weggehen, ja. Sie bleiben, beharren auf die Forderungen. Und es geht auch um die Dissidenten, die ihnen nicht gelungen sind und auch von den verschiedenen Ereignissen früheren, wo man nach der Forderung der Demokratie, ja, es ist, diese Forderungen gab es auch schon seit langem. Und jetzt ist schon also das Ende Bewegung. Das ist auch eine echte gute Chance jetzt, dass die Eliten eine Gedanken machen können über die Reform in Thailand. Weil ohne Reform geht es nicht mehr. Also ich sage wirklich unverblümt, ja, also sehr direkt. Wenn sie sich nicht reformieren, dann muss es auch eine Reform bei der Monarchie, der Staat, jetzige Form wird sich ändern. Weil die Leute, also die lassen sich nicht mehr brainwashing über der Monarchie. Ja. Früher haben wir nicht viele Fernsehkanäle, ja. Das ist leicht, dann brainwashing zu machen. Aber heutzutage haben wir so viele Kanäle. Wenn wir sehen, zum Beispiel die Flagge von König, wir wissen, dass unser König in Bayern, in Deutschland wohnen, ja. Und das wissen alles, wenn die Militäreinheiten über die Ehre, dass wir die Monarchie verehren, sie haben keine Resonanz mehr in der Gesellschaft. Wir können sehen, dass die auch bei den Bewegungen, Seiten für die Monarchie gibt es auch nicht so viele Leute, die mitmachen. Also ich spreche von den Prominenten. Also ich spreche nicht mehr über die linke Seite und die rechte Seite. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass wir darüber diskutieren in der Gesellschaft, vor allem auch im Parlament, darüber, damit sie diskutieren. Wollen sie einen Bruch wirklich machen, wirklich so gewalttätig also vorgehen gegen die Jugend, oder werden sie dann zusammen mit dem nachgeben, um die Reform bei der Monarchie zu machen? Vielleicht soll der König zeigen, dass sie werden auch seine eigene Macht einfach einschränken, damit die Monarchie also eingeschränkt werden. Zweitens soll es auch eine Reform durch das Parlament geben, damit das Parlament die Gesetze erlässt, damit die Macht der Monarchie eingeschränkt würde. Aber bis jetzt gab es noch keinen Widerhall aus dem
vom Königsrat gibt es auch nichts. Also letztes Mal, also letzte Zeit haben wurden also eine offizielle Konkubinen von dem König den neuen Titel zurückbekommen. Und also die Leute machen lustig über diese Zurückgebung von dem Titel. Ja. Also niemand schätzt so etwas mehr. Und jetzt, also was wir sehen, ist auch wirklich das Parlament, dass sie überhaupt nichts machen jetzt. Und das ist so ein ziemlich gefährliches Signal für uns, ja, dass im Parlament, dass sie können dieses Problem nicht lösen. Und dadurch, es bleibt uns nur ein einziger Weg, dass wir auch in der Gesellschaft solche Bewegungen machen. Also die nächste Bewegung, ich bin nicht sicher, ob wir mehr als 10 Forderungen verlangt oder nicht. Also, aber das ist auch klar, wenn der Staat sich weigert zu reformieren, diese Forderung nachzugeben. Ich habe gesprochen mit den zwei Gruppen. Also sie sind bereit zu sprechen über die Reform der Monarchie. Sie wagen wirklich also mit ihrem Leben, dass sie direkt über die Monarchie reden. Sie haben schon viel Mut, darüber zu reden, weil wir haben dieses Majestätsbeleidigungsgesetz. Das ist nicht leicht, darüber direkt zu reden. Weil wir alle leben in der gleichen Gesellschaft. Es geht nicht, dass wir die Dissidenten einfach wegtreiben. Und ich glaube, wenn wir diese Forderung wirklich bis zum Königsrat gehen, dann das ist sehr wichtig. Und die Monarchie kann nicht überleben ohne der Zustimmung und dem Glauben von dem Volk. Überlebt die Monarchie auch nicht. Auch vielleicht sagen wir, weil fast die Hälfte der Generation, sie haben kein Vertrauen mehr in der Monarchie. Oder nicht so viel. Und ich glaube auch die staatlichen Beamten, ja, sie sind gezwungen, also auch den Glückwunsch zu dem neuen Geburtstag von dem neuen König, gezwungen, dass sie versammeln und dann Glückwunsch sagen. So etwas, dieser Zwang gab es nicht früher, ja, und das ist neu bei dem neuen König. Und ich glaube, das Parlament muss mehr Rolle haben und das Parlament muss mehr aktiv daran arbeiten. Die Leute lassen sich nicht mehr einschüchtern durch die Gesetze. Auch die ältere Generationen, also sie wagen sich schon, ihr Leben zu riskieren. Und diese drei Forderungen, zwei Positionen und ein Traum vom Thammasat-Universität-Bewegung, wenn diese Forderungen keinen Widerhall hat, dann es muss einen Durchbruch dann geben. Es geht nicht mehr, dass diese zu ignorieren. Also vielen Dank. Also das ist echt wichtig. Das ist auch richtig. Wir müssen, es gibt keinen anderen Weg, aus die Monarchie zu reformieren. Und wir haben auch gesehen, dass die Jugend auch sich bemühen, sich auch ihre Botschaft, also im weiteren Publik, also über die Monarchie auch zu mitteilen. Ich bin auch Ihrer Meinung, dass diese Forderung nach der Republik wird mehr und mehr Widerhall und Resonanz finden. Also vielen Dank für Ihren Mut, für Sie alles und auch für alle Demonstrierenden, die wagen sich also direkt über dieses Thema zu sprechen. Dass Sie das über Ihren Mut, dass wir also direkt darüber diskutieren. Also aber ich verstehe deine Angst, dass wir also von den älteren Generationen also Angst haben, über solche Dinge direkt zu sprechen. Also vielen Dank also euch, also sie, also die Jugend, dass sie das wagt, also Bewegungen zu initiieren. Und auch in Deutschland also gibt es auch eine Kritik und Diskussion, dass der König, thailändische König in Bayern lebt. Gibt es auch die Artikel und so in Deutschland. Und aber in Deutschland kann man auch so über fast alles also direkt besprechen. Das ist ganz anders als in Thailand. Also wegen dieser Majestätsbeleidigungsgesetze. Aber heutzutage die Jugend, also sie sind wirklich sehr mutig und ich muss sagen, dass sie haben wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Also jetzt werden wir eine kurze Pause machen von 2-3 Minuten, damit die Dolmetscher. Und wir werden auch so einen Gästen haben, also die alles unseren Themen noch einmal. Okay, thank you so very much for all of you. Yeah, I was really impressed. Yeah, I was really impressed with all, particularly about your bravery. So we heard varying positions and demands from the call for free and fair elections, as well as the demands for the amendment of the constitution, as well as for a sustainable reform of the monarchy, or even calls for a Republic of Thailand. So there were very remarkable points raised. And Khun Thanaporn, she said, political movement comes as a surprise for many people because the perception in Thailand is politics is not for kids. She said, we have never been encouraged to speak out. Social media played an important role. And she said, I want to spread my wings and enjoy freedom. I want to have space to take control of my body, free to act. And the challenge is that authoritarianism is at all levels. What we do is a new way of fighting. And Pak Yura from the Free Youth Movement, she said, we are angry, but the government keeps harassing people since the coup 2014. She said, I do not accept the current constitution since it does not come from the people. Via internet, we can access now what is happening in Thailand and elsewhere. We are brave enough, she said, to act for ourselves. This is important for our country. And we have the strength to express ourselves. In the past, people were afraid to come out. But she said, this fear has disappeared. And this is also performed in a free art movement. So the group Free Youth is diverse, she said, and difference is democracy. She points out difference is human, difference is democracy, difference is important. Khun Thanaporn from Chiang Mai, he said, he's describing flash mobs coming out, happening in other regions of the country as well, not only in Bangkok. So after the 18th July, there were more connections between Bangkok and the provinces, he said. And he was also talking about the varying demands. So most popular demands are support for people because of the ongoing economic problems. But the monarchy reform is no less important. Drafting a new constitution is very important as well, because fighting under this constitution is not fair, since this constitution in itself is not fair. So, and the protest on the streets, as well as working in parliament, is an important strategy. And he also said, we have seen red shirts coming out supporting the students' movement, in particular during the rally on 19th September. So on that point, Khun Thanawit was taking over. He said, regarding the red shirts, the Northeast, as we all know, is a stronghold of the Reds. The red shirts felt that they were forgotten, that they have lived in an unjust society. And he said there were differences as well as similarities between both the red shirts and the young generations movement. Both demand justice and equality, as well as true democracy. Although perhaps the red shirts focus more on social class movement, he describes it like that. But he said the common stance is that democracy is about respecting people, and that the voices of the people should be heard, and that there should be an equal society. So personally, from my own experiences, because I have lived in Thailand for some years, that the red shirts laid some sort of ideological groundwork in some way, so for the current protests of the young generation. And Thanawit also said, he was quoting Tida Chawonset, she was once one of UDD leaders. She said that the Reds and the young generation actually were demanding the same thing. Thanawit also said, we remember the bravery of the red shirts. It was only 10 years since the Thai army cracked down on the red shirt demonstrations in Bangkok. He said, the red shirts give us power. They have been there before us. Then I would like talk about what Khun Chutathip said. Since the coup 2014, we did a lot and we were harassed since then. Many incidents have been recorded, including monitoring, intimidation, arrest, prosecution by the state. She also has seen lists with arrest warrants. She shared her own experiences. She was shown an arrest warrant to her by plainclothes police officers. After that, she was bailed out.
And she said many, many times there were demands on the stages made. One of the demands is stop harassing the people, but the state does not listen at all. Kunanon said something about the 10 demands for monarchy reform. 2 days ago, Parliament postponed the demands for amendment of the constitution. And Kunanon said, we have come to the point that people were very dissatisfied with the monarchy. He said, we want to put the monarchy under the constitution. Now we can talk publicly about the monarchy and that we want change. The next thing is, if the state is not listening, we will go for a demand of a Republic of Thailand. Of course, he said, we are prepared for attacks by the right-wing side, and said that he used to be afraid, but the world keeps changing. The young generation is not afraid to speak out. That makes them different from the older generation. And there were two main stages of the protest, the essence of the demands of Free Youth Movement and the Thammasat Movement. They are actually the same. And Kunanon said, we will not back down. We pledge we are ready to fight until the end. He also is drawing a comparison to events in the past. He said, when we look at pro-democracy movements, which were crushed in October 1973 and October 1976, as well as in 2010, all the state-sponsored violence and the anger about that will keep us fighting on. So he said, putting the question into the open, are you going, the state, are you going to use violence or are you going to listen to us? So monarchy, are you willing to curb the power and live in harmony with the constitution? He said, so far there has been silence from parliament. And he said the kids on the stage were very, very brave. They speak out the king's name directly. They do not use nicknames. He said, this is bravery. So thank you very much to all of you. Also jetzt, also gehen wir weiter mit den nächsten Runden. Also wir haben zwei also vorbereitete also Fragen. Also bei der ersten Frage müssen wir Nick und Hongte bitte antworten. Bitte erzählen sehen Sie uns, welche Aktivitäten Sie in der Zukunft vorbereiten. Wie, was für Forderungen haben Sie oder in welcher Weise? Dann fangen wir an mit Kun Yu, Nick und dann Hongte. So wie alle sehen in den Nachrichten, also vorher wurde auch die Premierminister also schon vor Zeit lang gekündigt haben. Also wenn wir sehen, und also damals, dass die Ex-Premierministerin also verkündet wurden, dann also diese Ereignisse also haben wirklich sehr viel Mut, also das verärgerten viele Leute damals. Und wir Jugend, also wir sehen, dass diese Regierung möchten sie uns also die unterdrücken. Sie möchten, dass wir mehr gewalttätig sind, damit sie mit ihren also gewalttätigen Maßnahmen legitimieren können. Wir möchten nicht, dass unsere Bewegung also gewalttätig sein werden. Und wir möchten, dass alle, die das im Live hören, das bitte hören nicht auf den Staat. Sie wollen, dass wir mehr gewalttätig sein werden. Und also gehen wir zurück zu den Aktivitäten, die wir jetzt vorbereiten. Also heutzutage haben wir verschiedene Aktivitäten, ist noch in Arbeitung, dass es mehr Kreative gibt. Also wie gesagt habe, wie die Kunst Free Use, Free Act oder auch im Chiang Mai haben wir auch so ein Theaterstück aus Freilich Kino, wo wir auch verschiedene Künste haben, die darstellen, also die Arbeitweise von dem Staat und auch von der Monarchie. Also auf den regionalen Ebenen benutzen sie auch die also verschiedenen Themen von den regionalen zu benutzen in der Bewegung. Zum Beispiel im Nordthailand benutzen sie auch so also nordische Musikinstrumenten benutzt. Im Nordostthailand benutzen sie auch ihren Volkslied benutzen bei der Bewegung.
Und dann, also wie erwähnt gesagt haben, damit diese Bewegung eine also breites Publikum haben, dass niemand also sich also verlassen würde. Und auch über anderen über ein Thema wie die drei, also das Problem in drei südlichen Provinzen in Thailand. Also wir sprechen mir auch über unterschiedliche Themen. Und vielleicht bei den Bewegungen gibt es nicht mehr um die Redehaltung, aber es geht auch so ein Konzert, damit es anders ist und kreativer ist, damit es auch nicht langweilig ist für die Leute, die sich an den Demonstrationen also anschließen. Ich bin schon fertig. Okay, das ist alles von mir. Entschuldigung. Nick, was denken Sie von Mahasarakham Universität? Welche Aktivitäten haben Sie vor zu machen? Also ich höre Sie nicht. Entschuldigung. Also die Aktivitäten, die wir haben jetzt, also wir haben schon entschieden, dass am 4. Oktober werden wir eine Versammlung haben, also an diesem Tag, am 4. Oktober, das ist die erste Versammlung, wo wirklich alle Gruppen im Nordostregion also wirklich ein Brainstorming machen, damit, um so die Meinungen einfach zusammen zu brainstormen zu machen. Das ist die erste Versammlung auf dem also wirklich regionale Ebene, Nordost-Ebene. Und das ist das erste Mal, wo wir die erste Strategie dann wirklich weiterentwickeln, damit wir mehr und mehr also Publikum haben, gewinnen können. Also eigentlich ist Nordostregion sehr unterschiedlich, ja, also bezüglich auch das Bewusstsein ist auch unterschiedlich. Die Provinzen zum Beispiel wie Kora, Konkan, Mahasarakham, die sehr bewusst auf die Bewegung ist, aber die anderen Provinzen sind weniger. Zum Beispiel bei einer Provinz Mukdahan haben wir überhaupt keine noch Bewegung und deswegen werden wir uns also versammeln, um zusammenzuschließen, damit wir also die gemeinsame Strategie also entwerfen können, damit wirklich also jeder Mensch von jeder Provinz wirklich also mitmachen können. Also angefangen mit Mahasarakham. Wir werden also zusammen marschieren von Mahasarakham, damit also wir mehr Widerhall haben im Social Media. Auch wir werden besprochen über die regionale Politik, über die landwirtschaftlichen Produkte in der Region. Wir werden verbinden, also wir werden also machen, dass die Probleme im Nordost-Thailand auch mehr verbinden mit den Problemen auf der zentralen Ebene, im Zentral-Thailand. Damit die Leute im Zentral-Thailand mehr die Probleme im regionalen Ebenen auch mehr verstehen. Also am 4. Oktober, das ist auch so eine Versammlung von der Studentenbewegung und auch von Volksbewegung. Wir werden also das initiieren, machen mit Mahasarakham Universität. Wir sind Host und wir sind also Organisatoren, damit also jede Gruppe eine gemeinsame Plattform haben. Also an dem Tag sprechen wir über verschiedene Themen, auch über die Reform der Monarchie, über die Gesetze, auch die Landrechte, Verfassung, LGBT und so weiter. Wir werden darüber diskutieren, also auf der Bühne dann also die Rede verhalten. Und wir hoffen, wir glauben, dass also viele Menschen aus den anderen Provinzen kommen. Also die Rothirn-Bewegungen von 17 Provinzen in diesen Regionen kommen auch. Also das Ziel, also das wichtige Ziel von uns ist auch, dass wir möchten, dass es auch wirklich eine echte politische Ebene. Wir machen also weniger so wie Events, so wie lustiger. Und aber es wird also wirklich echt eine politische Bühne, politische Forum. Und also das für unsere Regionen im Nordost-Thailand. Hören Sie mich? Ja. Also bei mir bei der Strategie,
das wir haben möchten, ist, ich glaube, wir müssen also die friedlichen Methoden noch benutzen, weil wir möchten mehr und mehr Leute erreichen möchten in der Gesellschaft bei den weiteren Forderungen in der Zukunft. Also bei den friedlichen Methoden, zum Beispiel bei den anderen Demonstrationen, es wird nicht mehr um die Feste gehen, also dass man das machen, also um Spaß zu machen, dass die Leute nur zusammenkommen, also für Spaß. Aber die Versammlung, also jedes Mal muss, das ist auch nicht nur, also wir müssen also mehr Freiraum, also dass wir mehr Freiraum für uns haben in der Demokratie. Also zum Beispiel in Taipei. Also wir können dann auch sehen, dass wenn wir Versammlung haben, dann dass wir sehen, dass diese Versammlungen hier bei uns stattfinden. Also wir möchten auch so, dass die also Mob, die Bewegungen wirklich auf den Ebenen verschiedenen Orten auch gleichzeitig passieren, damit jeder wirklich denkt, dass jeder kann auch wirklich Bewegung selbst initiieren. Dass jeder glaubt, das ist wirklich eine Plattform für alle. Also bezüglich der Strategie möchte ich, dann sprechen wir über die, also was wollen wir zusammen aufbauen? Also es geht nicht nur um die, also die, auf die Monarchie oder auf die Politik anzugreifen, aber wir möchten auch so eine Maßnahmen also entwerfen, damit sie also unseren also Forderungen also vereinigen. Damit wir eine letzte Forderung an Ihnen geben, also damit wir mehr Freiraum haben können. Also wenn wir also diese Forderung also nach dem Reform der Monarchie und wenn Sie das abgelehnt haben, dann können wir uns auch also rechtfertigen, okay, dass vielleicht dass wir das schon nicht so, wenn wir sie das ablehnt, diese Reform der Monarchie, dann kommt sicher eine vielleicht etwas ganz Stärkeres, also andere Form der Regierung zum Beispiel. Sonst habe ich auch noch vor, dass es mir also Vielfalt bei den Aktivitäten, bei den politischen Bewegungen, es soll nicht mehr auch nicht nur Konzerten geben, sondern wir möchten auch so ein Spiel auch organisieren, damit mehr und mehr Leute sich an unseren Bewegungen dann also anschließen. Vielen Dank für Ihr, also für Sie drei Referenten. Wir können auch sehen, dass wir also die verschiedenen Maßnahmen, den Freiraum zu erweitern. Und das ist eine Bewegung, die wirklich sehr interessant ist. Und das, und das ist auch sehr wichtig, damit wir wirklich also auf der gleichen Ebene ist, also damit diese Ungleichheit in der Gesellschaft gemindert wird. Das ist auch sehr interessant, dass wir auch diese kulturellen Aspekte und regionalen Aspekte auch zusammenschweißt in der Bewegung, weil jede Region hat auch unterschiedlichen Bedürfnisse und das macht auch so mehr unterschiedlichen Das zeigt unterschiedliche Perspektive und das macht uns auch stärker. Jetzt möchte ich Kim und Anon also auf diese Fragen antworten, weil wir verschiedenen also Zuhörer haben von verschiedenen Organisationen. Die Frage ist also was erwarten Sie von der Unterstützung von den europäischen Gemeinschaften? Was erwarten Sie von den europäischen Gemeinschaften? Dann fangen wir an mit O, Kim und dann mit Anon. Bitte. Also was wir möchten, dass die europäische Gemeinschaft uns unterstützt bei der Bewegung ist, also heutzutage, dass wir die Unterstützung schon bekommen. Zum Beispiel das Zuhören und die Informationen, die passiert ist, dass wir uns informieren und das ist auch es ist auch schön, dass wir auch Botschafter von verschiedenen europäischen Ebenen auch anwesend sein bei der Versammlung, aber wir können noch nicht voraussehen, was passieren wird in der Zukunft.
also nachdem, dass die, also dass die, dass wir demonstrieren. Also jetzt gibt es eine sehr starke Einschüchterung seitens des Staats. Und das, was passiert ist, zum Beispiel, dass jemand einfach also verschwinden und dass diese falsche Anklagen, also mit der Strafe, die ziemlich stark ist, also sehr seriös ist. Und wir möchten, dass die Europäische Gemeinschaft bitte hilft uns, bitte hilft uns bei diesem also Anklagen. Und ich habe auch jetzt gehört, dass sie werden, dass dieses Majestätsbeleidigung benutzt, also umsetzen für die den König kritisieren. Und auch bei anderen Einschüchterungen, und so, zum Beispiel in Bangkok, also wir haben Proteste, ja. Wir haben, also es gibt also verschiedene Organisationen, die als Beobachter gekommen sind. Und aber wir möchten noch mehr, dass auch, dass die, diese Organisationen auch mehr und die Demonstrationen auf den anderen Provinzen auch unterstützen, nicht nur in Bangkok. Weil also jetzt haben wir zum Beispiel die also Unterstützung vom Assoziation der Rechtsanwälte in Thailand, aber wir möchten auch, dass die internationalen Organisationen also uns mehr Aufmerksamkeit machen, also das beobachten und auch unterstützen, auch bei dem Informationsvermittlung, nicht nur in Bangkok, aber auch, sondern auf dem Land, in anderen Provinzen. Weil ich glaube, in Bangkok haben wir schon genug Unterstützung von diesen Organisationen und wir möchten, dass diese Unterstützung mehr verbreitet wird. Also bei dem unerwarteten also Ereignissen, Vorfall, dann möchte ich, dass die Europäische Gemeinschaft zum Beispiel ein also Not-Visum also vergibt hinsichtlich des politischen Asylum. Also Kim, was sagen Sie dazu? Was wollen Sie der Europäischen Gemeinschaft noch sagen? Also für mich, ich möchte, dass die europäischen Organisationen vielleicht, das ist auch UR, ich möchte, dass die verschiedenen Organisationen also wirklich also gut, also aufmerksam die Bewegungen in Thailand jetzt genau beobachten, damit sie also die Chancen also finden, wie sie also uns helfen kann, vor allem bei der auch bei dem Informationsverbreitung und auch bei der Weiterbildung. Und damit es auch Resonanz haben auf andere Länder. Ich möchte, dass diese Organisation als Vermittler fungiert, damit mehr und mehr Leute der Bewegung in Thailand also bewusst sind. Weil wir Thailänder, wir betrachten uns nicht nur als Thai-Bürger, sondern wir auch ein globaler Bürger, Global Citizen. Und wir möchten, dass unsere Stimmen also mehr und mehr Resonanz finden, mehr Widerhall finden in der international. Ich möchte, dass die Thailändischen in Europa, dass bei den Maßnahmen, also die Regierung zu kritisieren. Ich möchte nur sagen, dass auch aber die zum Beispiel, was die Aussage, die Mitteilung von Deutschland oder in der Schweiz, wo die Königin und der König leben, die Stellungnahmen von dieser europäischen Regierung haben wirklich, sind auch sehr wichtig. Ja? Auch in Paris, wo die eine Prinzessin oft besucht. Und die Regierungschefin von diesen Staaten sollen auch mehr also Druck machen, damit die Monarchie in Thailand sich reformieren, damit wir eine echte Demokratie haben. Sonst glaube ich, dass der Chaos, die gewalttätige Auseinandersetzung, dass also jede Zeit also ausbrechen können, wirklich passieren in Thailand. Und vor allem in Thailand, wo die Waffen, alle Waffen, also haben wir nicht, ja, das haben die, also das Militär. Wir haben nur die Stimme, aber manchmal die Stimmen von dem Volk ist nicht genug. Ich möchte, dass die europäischen Gemeinschaften und auch weltweit, dass sie die jetzige Regierung sanktionieren und bestrafen und dass sie auch der Stellungnahmen geben, um diese jetzigen Regierung zu
mehr Druck auszuüben. Vielen Dank für diese verschiedenen Aspekte und Themen. Und von diesen Perspektiven können wir uns weiterbilden. Also wir haben jetzt Zuhörer überall auf der Welt und ich hoffe, dass wir also dass die Meinungen von Ihnen alle also nützlich auch für Sie sind und dass Sie also weiter darauf weiterbilden können. Und ich glaube, das ist diese Forderung, also die Bitte um die internationale Unterstützung, das ist nicht wirklich sehr viel. Ja, es geht um die Beobachtung und auch die Sanktionen gegenüber der Regierung. Das ist etwas, das ist doch machbar, durchsetzbar ist bei den internationalen Gemeinschaft. Und sie können sich leisten, also eine klare Stellungnahme zu haben, damit die Monarchie sich reformiert. Und das ist auch die Forderung, die nicht realistisch sind. Also wir haben noch 20 Minuten und deswegen also möchten wir also bitte die Zuhörer, wenn sie noch Fragen haben, bitte schicken Sie uns also die Fragen schicken, auch die im Webinar beim Zoom registriert sind oder auch bei denen im Facebook. Okay, es gibt auch die Frage, es gibt mehrere Fragen und auch manche Fragen wurden sogar also vor dem Beginn der Diskussion verschickt wurden. Ich frage, also die erste Frage richtet sich an Thanaporn. Also die Schüler in der Schule, wie organisieren sie sich, wie kommunizieren sie sich also untereinander, ob sie kommunizieren auch auf dem größeren Ebene. Und auch die Schüler, die meisten Schüler sind auch Rothemder. Oder nicht, oder Rot- oder Gelbhemde. Also bitte, Herr Thanaporn, bitte erzählen uns. Frau Thanaporn, Entschuldigung. Also Kim, also ich muss sagen, dass ich gehörte zu keiner bestimmten Organisation. Ich bin ein individueller Mensch. Aber es gibt also größere Gruppen, die sich versammeln. Zum Beispiel die Gruppe von der Börsenstudenten. Oder verschiedenen Gruppen an verschiedenen Schulen. Und wenn die Schüler also ihre Meinungen sagen, ist klar, das ist etwas ganz neu in der Gesellschaft. Und es gibt dann zwar dann auch die Einschüchterung seitens der Schule, aber auch seitens der Lehrer. Zum Beispiel manchmal wurden unsere Punkte einfach gestrichen. Wir wurden einfach auch also beschimpft und manchmal führte es wirklich bis zur Körperverletzung. Also was gehen wir vor? Also wir machen alles diesen Dingen für unsere Hoffnung. Und wir, also durch unsere Beharrung auf die Position, dass wir richten uns auf die Zukunft, das ist unsere Strategie. Und dass die Schüler also rote Hemde oder Gelbhemde Bewegung gehören, ich muss sagen, also aus die Rothemd und Gelbhemde Bewegung sind, also sehr präsent ist. Also damals waren wir nur in der Grundschule oder im Grundmittelschule. Und dadurch, damals also ich war in dem vierten Klasse. Ich wusste nicht wirklich genau, was wirklich passiert ist. Ich weiß nur, dass es zwei Gruppen gibt und dass meine Eltern mich nicht wirklich also aus dem Haus lassen wollen. Aber also heranwachsen, dann habe ich meine Fähigkeiten, kritisches Denken zu denken. Wir hinterfragen nach. Und deswegen glaube ich, dass bei den Schülern heutzutage, sie haben keine klare Meinung über diese Rot-Gelb-Hemd. Also diese Frage richtet sich an Herrn Anon. Was glauben Sie, also wie lange dauert noch diese Bewegung? Voraussichtlich, wie lange wird es noch dauern? Was denken Sie über die Sicherheit der Menschen? Und auch der Leiter, also bei der Bewegung, also diesmal, bitte. Also,
Also ich glaube, jetzt ist die Zeitbombe, das ist die, also jetzt ist die Zeitbombe schon angezündet. Also das ist nur die Frage der Zeit, wann bis zu dem Zeit kommt. Ich würde sagen, dass das letzte Stroh in Thailand gibt es nicht mehr. Wir können nicht sagen, also wenn das Parlament das nicht akzeptiert, dann machen wir das und das. Aber die Veränderung jetzt es gibt keine also Endphase, aber manchmal bestimmte kleine Ereignisse könnte wirklich eine große Veränderung also verursachen. Und es könnte passieren schneller als unerwartet. Ich glaube, die Veränderung ist schon passiert. Ich glaube, das ist wie eine Same, die schon angepflanzt ist und schon wächst. Jetzt warten wir nur auf die Zeit, wo diese Pflanze, wo die Blüten also erblühen. Weil es gibt mehr echt viele Leute, die also sich an unsere Bewegungen also anschließen. Also bezüglich der Sicherheit der Menschen. Ich glaube, ja, ist klar, das Militär, also sie können uns jedes Mal töten. Und ich glaube, bei den politischen Leitern oder bei den Protestierenden, die Sicherheitslage ist auch nicht so anders. Also einmal haben wir also im Freilicht, also einfach auf dem Gras, auf dem Feld, also geschlafen, damit wir auch bewusst sind, wenn etwas passiert ist. Also die Anklagen gegen die politische Leiter, eigentlich, es gibt auch viele Einschüchterungen gegen die Menschen, die Dissidenten. Wir wurden also besucht zu Hause. Also wir wurden angeklagt und auch die Schülerin wurden sogar also verhaftet. Also die Sicherheit bei dem Körper und die Sicherheit, also rechtliche Sicherheit, ist ziemlich also ähnlich. Also es hängt von uns an, wir sollen uns um uns kümmern und auch um unsere also Freunde im Umfeld. Und wir sollen die Maßnahmen also entwerfen, uns also in Sicherheit mehr zu bringen. Weitere Fragen zum Kun Anon. Also glauben Sie, dass diese Bewegung ist auch eine Ursache von dem nächsten Militärputsch oder nicht? Was sollen wir machen? Ich glaube, der Militärputsch, es ist nicht leicht, einen Militärputsch noch zu geben. Wenn es noch einen Militärputsch gäbe, dann werden wir sicher nach der Republik fordern. Es geht auch um den Ausgleich von Und ich glaube, deswegen glaube ich, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das Militärputsch noch gibt, weil sie noch an die Macht glauben. Jetzt die Eliten, die Militär haben die Gesetze und sie versuchen durch Einschüchterungen uns zu demolarisieren. Aber unsere Stärke, das ist also ihnen überlegen, weil auch wenn die politische Leiter also verhaftet oder verschwinden, also die anderen Protestierenden überall in Thailand also sind bereit, also diese Leiterposition zu ersetzen. Zum Beispiel letztes Mal also eine Studentin hat gesprochen über LGBT gesprochen und man sieht auch klar, dass so viele Leute haben so viele Potenzial. Also nicht nur in Thailand, aber auch in anderen Provinzen. Es gibt noch eine andere Frage. Also an allen diese Frage lautet: Haben Sie Angst, dass es eine so Blutmassaker gibt, wie bei dem Massaker zweimal, also in der Vergangenheit? Oder bei dem gewalttätigen Maßnahmen gegenüber das Rothemd, die Rothemdbewegung. Haben Sie Angst? Also, wer möchte anfangen, bitte also Ihre Hand zeigen. Also, fangen wir mit Herrn Anon. Also, ich glaube, was wir machen, ist, wir können das verhindern, dass diese Gewalttätigkeit, also diese Massaker nicht passiert. Zum Beispiel, dass wir die Forderung dann geben, dass wir die Forderung an den Parlament weiterleiten. Aber wenn das Massaker wirklich stattfindet, dann müssen wir uns vorbereitet, also was wir dann weitermachen. Also am 19.
also Oktober, dann sehen wir auch, dass es ist ganz klar, dass es wird vielleicht es wird so passieren wie in Hongkong, was sie bereitet sind. Und was ich auch beobachte, dass die Leute, die zusammen mit der Jugend, also zusammen demonstrieren, sie sind wirklich sehr friedlich, auch trotz dieser Provokationen. Weil wir haben nie diese Sicherheitskräfte, wir haben nichts gestört, wir haben keinen Weg vor dem Parlament blockiert. Und ich muss sagen, dass die sind wirklich friedlich, also die jetzige Bewegung. Also ich glaube, ich habe Angst, wenn Sie mich fragen, ob ich Angst habe, weil wir sind verbunden auch mit dem Menschen. Ich möchte auch nicht das Opfer der Gesellschaft sein, der also diffamiert war. Also wenn wir sagen, als Organisator, klar, also die Anklage, unsere Schuld ist auch, dass wir können die Leute zum Tod führen, ne, wenn es Massaker gibt. Aber ich glaube, der thailändische Staat, also die Eliten jetzt, also versuchen, den Diskurs zu bilden, und sie versuchen, die dritte Personen uns zu provozieren, damit es bestimmte gewalttätige Aktionen, also Taten gibt. Und auch bei meiner Gruppe und auch bei anderen Gruppen, also auf der oppositionellen Seite, die sind die Seiten, die der Staat selbst organisiert hat. Die sind da nur, um uns zu provozieren. Ich glaube, ihr Ziel ist auch so, um uns zu provozieren. Sie zeigen immer verschiedene Meinungen sind, die nicht wirklich keinen Widerhall im Gesellschaft finden. Ich glaube, was wichtig ist, das wichtigste Faktor seit den letzten 2-3 Tagen nach der Versammlung in Thammasat, dass die Mönche Buddhas Israel auch mitmachen. Und auch die Leiter die von anderen Gruppen. Und ich glaube, das ist auch ein Signal, dass diese Provokation wird immer bestehen von den konservativen Gruppen. Aber es geht auch eigentlich um unsere Einheit und dass wir bewusst sein, was wir machen, was wir uns vorbereiten, dass wir diese Massaken auch also verhindern, die Provokation verhindern. Wir haben von vielen Massaken, von früheren Ereignissen schon gelernt, dass wir dadurch auch etwas lernen. Ich glaube, die konservativen Seiten haben auch nicht so viele Tricks und ich glaube, sie können uns nicht wirklich ausklungen. Also ist klar, wir haben keine Waffen, wir haben keine Pistolen, wir haben keine Gesetze, die auf unserer Seite sind, wie die andere Seite uns vorgeht. Also wir sind im klaren Nachteil, wir sind klar benachteiligt. Unser einziger Vorteil ist, dass das Volk steht bei uns. Und deswegen müssen wir uns also vorsichtig sein. Und damit wir also auch die uns selbst schützen, damit die Politik auch zurechthalten. Weil, also wenn Sie mich fragen, wenn es wirklich so einen gewalttätigen, also Tate gibt oder Militärputsch, also wir haben nur zwei Optionen. Also wir verlieren die Politik oder wir verlieren unser Leben. Und das ist etwas, dass die Leiter, wir sollen unseren Gedanken machen, dass wir verlieren die Politik bedeutet, dass wir lassen uns verhaftet werden im Gefängnis, im Gefängnis bleiben oder verlieren das Leben bedeutet, seid ihr bereit, dass wir dann als Opfer gefallen ist oder nicht. Aber wenn wir unser Leben also verlieren, dann ist die Macht der Bewegung auch dann gemindert werden. Deswegen müssen wir genau folgen, was die andere Seite vorgeht.
Okay, denn wir haben die letzten 5 Minuten. Die letzte Frage, bitte. Warum alle von Ihnen glauben, die europäische Gemeinschaft sollen die Aufmerksamkeit schenken an Thailand, die thailändische Politik? Auch wenn die europäischen Länder, die haben sie auch Probleme mit Flüchtlingen? Also über dem See, warum sollen Sie die Aufmerksamkeit an die italienische Politik Aufmerksamkeit schenken? Oh, 2 Personen, Hongtae und Liu, vielleicht können Sie auf diese Frage antworten. Also bitte 2 Minuten pro Person. Also erstes, ich glaube, die Leute im Ausland, vor allem in Europa, sie sollen uns also Gedanken machen über die Lage der Menschenrechte in Thailand. Weil es ist etwas, das ich bitte Sie um die Kooperation und auch der also Mitleid, dass die Entwicklung die demokratische Entwicklung. Es geht, man kann auch nicht sagen, dass man die Demokratie also sich entwickelt in einem Land, sondern es muss auch gleichzeitig auf der ganzen Welt zusammengehen. Die demokratischen Länder also sind also beauftragt. Das ist ihr Auftrag, andere demokratische Länder auch zu unterstützen. Wenn ein demokratisches Land zum autoritäres Land verwandelt, dann bringt es auch Nachteile an die demokratischen Teile. Das kann man schon klar in der Geschichte. Und das ist auch, ich möchte, dass Sie bitte also unterstützen, damit, weil jeden Mensch, wir sind gleichwert ist, damit kein Mensch also ihr Leben verliert, also wegen die Repressalien seitens des Staates. Also ich sage, dass die über das also Vertrag über die also internationalen Vertrag, also 7 internationalen Verträge, die wir unterschrieben haben, zum Beispiel über die Charta gegen für die Migration. Und ich möchte einfach der europäischen Gemeinschaft sagen, also sie brauchen nicht also uns aktiv zu unterstützen, aber bitte beobachten Sie die Lage und bitte schreiben darüber, also schreiben Sie über unseren Kampf in Thailand, weil unsere Social Media in Thailand sind schon unterdrückt, aber wir können die Medien im Ausland benutzen, damit wir mehr Resonanz finden in der Gesellschaft. Europa können uns mehr helfen bei der Beobachtung oder bei den Medien. Das möchte ich sagen. Und bitte also machen den Druck, also die anderen 2 internationalen Charta, damit Thailand auch alle internationalen neuen Charta bezüglich der Demokratie auch unterschreiben. Okay, die letzte Frage für uns. Okay, die letzte Frage ist. Okay. Also wenn Frau Jutatip, wenn ihre Freunde ein Geschicht von den Polizisten verhaftet wurden, wie geht's Ihnen? Wohnen Sie noch in Ihrem Apartment oder sind Sie schon weg bei der Polizei? Also ich verstehe die Frage nicht. Also aus die Polizisten, die Freunde, also ihre Freunde vom Apartment weggenommen haben, wohnen die Freunde noch im Apartment oder wurden sie schon angeklagt? Also meinst du ich oder meinen Sie ich oder meine Freunde, die noch nicht verhaftet sind? Oh. Ist es eine Fortsetzungsfrage?
Also bei mir, ich wurde schon einmal verhaftet, aber durch juristische Gesetze, also ich habe ich wurde auf Gewährung freigelassen, also zusammen mit anderen 14 Tagen. Aber ein anderer Freund von mir, die letzte Freundin, sie wurde noch nicht verhaftet, also sie wurde nur angeklagt, und sie ist wirklich die letzte Person. Und wir wissen nicht, wann sie wirklich verhaftet wurde, weil dieser ganze Verhaftungsprozess ist ziemlich, ist nicht fair. Und es ist nicht fair für die Angeklagten, weil sie können die Angeklagten jederzeit verhaften. Und dadurch gibt es keine Sicherheit überhaupt in unserem Leben. Wir wissen nicht mal, wann wir dann verhaftet werden. Aber jetzt, bei mir persönlich, die Klage ist schon okay, ist im Prozess. Ich muss nur bei so weiteren Ladungen kommen. Also vielen Dank. Ich glaube, das ist schon, die Zeit ist um. Also wir beenden die Diskussion jetzt und vielen Dank alle Referenten und auch andere interessierten Zuhörer, die uns folgen. Und ich bitte, dass Sie uns unterstützen, die Jugendbewegung in Thailand weiter. Also egal, wo Sie leben auf der Welt. Also bitte unterstützen uns, damit die Jugendbewegung in Thailand weiter fortfährt. Also vielen Dank an allen. Vielen Dank.